Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Der Monat beginnt für euch mit vielen guten Gelegenheiten im Job, aber dann werden Freundschaften und Liebesverbindungen immer wichtiger. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt und dafür eine Beratung braucht, meldet euch gerne bei mir, entweder über meine Homepage oder direkt auf meinem Kundentelefon. Dann können wir einen Termin vereinbaren. Die Infos verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In der Verlosung gibt es diesmal eins meiner Jahreshoroskopbücher zu gewinnen und mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne schauen. Welche langfristigen Tendenzen bei euch im Februar wirken, das habe ich im Jahreshoroskop Teil 1 ausführlich erklärt. Da könnt ihr dann gegebenenfalls nochmal reinschauen und das könnt ihr auch im Buch nachlesen. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die wichtige Aspekte direkt auf die Sonne empfangen. Bei den langsam laufenden Planeten ändert sich da im ganzen Jahr kaum etwas. Und hier sind die Aspekte, die im Februar für euch wichtig werden. Den Erfolgsaspekt von Saturn auf die Sonne erhalten die Geburtstagskinder vom 23. bis 29. April. Die Lilith inspiriert diesen Monat ganz besonders die Geburtstagskinder vom 29. April bis 4. Mai. Und der Jupiter im Partnerhaus bestrahlt jetzt die Geburtstagskinder vom 11. bis 15. Mai mit viel Begegnungsglück. Und so stehen eure Sterne im Februar. Ihr startet den Monat mit viel Energie im Bereich der Karriere und der Pläne. Falls ihr also mit Saturn im günstigen Aspekt euren Drei-Jahres-Plan schon gemacht habt, nehmt ihr wahrscheinlich jetzt schon die ersten Projekte in Angriff. Jedenfalls eignen sich dafür die Planeten, denn die Sonne, der Merkur und die Venus stehen bei euch im 10. Haus der Karriere und regen euch an, aktiv zu werden. Allerdings stehen diese Faktoren auch in Spannung zur Stiersonne und gegenüber steht ja auch der Jupiter in Spannung zu euch. Es kann also sein, dass ihr euch gleich übernehmt und dass ihr vielleicht mit zu hohen Erwartungen an die Sache herangeht. Also nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor, sondern macht ganz in Ruhe, dann klappt es auch. Falls ihr ein bisschen gereizt und angespannt seid, wird sich das spätestens ab dem 11. Februar ändern, denn dann geht die Venus ins Zeichen Fische und damit in einen superschönen Aspekt zur Stiersonne. Das bringt Gelegenheiten und Unterstützung, vor allem von Seiten des Freundeskreises, aber auch euer berufliches Netzwerk wird euch dann gute Dienste leisten. Davon profitiert zunächst die erste Dekade bis zum 19. Februar, danach die zweite Dekade bis zum 27. Februar und anschließend die dritte Dekade bis zum 7. März. Ab der Monatsmitte baut sich allerdings diese Spannung zwischen Mars und den Planeten in den Fischen auf. Und das kann für euch zum Beispiel bedeuten, dass es Konflikte in eurer festen Partnerschaft gibt, weil euer Partner andere Dinge vorhat als ihr. Vielleicht bemängelt er, dass ihr mehr Zeit und Begeisterung in eure Freundschaften und Spaßprojekte hineingebt, als euch um ihn zu kümmern. Vielleicht will er Pläne mit euch machen und ihr seid mit anderen Dingen beschäftigt. So kann es sein, dass auch ihr von dieser Konstellation betroffen seid, die ich in der kosmischen Schwingung beschrieben habe. Nämlich, dass es nicht gelingt, die im Januar beschlossenen Vereinbarungen für die Partnerschaft auch durchzuhalten. Eben weil man Spaß haben will oder weil jeder eine andere Vorstellung davon hat, was das Richtige ist. Da hilft nur eins, drüber reden und schauen, wo man vielleicht ein bisschen locker lassen kann und wo es wichtig ist, die Regeln einzuhalten. Weil ihr nach und nach so viele Planeten in einen harmonischen Aspekt zu eurer Sonne bekommt, würde ich euch raten, euch ein bisschen nachgiebig und anschmiegsam zu zeigen. Es dürfte euch nicht schwerfallen, auf euren Herzallerliebsten zuzugehen und einzugehen und am Ende werdet ihr mit Harmonie in eurer Partnerschaft belohnt. Wenn ihr Solo seid, könnt ihr natürlich mit diesen Sternen gut neue Leute kennenlernen. Ihr solltet viel mit euren Freundinnen zusammen losziehen, zum Beispiel wenn ihr Karneval mögt, da könnt ihr schon jemand Tolles kennenlernen. Am 15. Februar ist Neumond im Zeichen Wassermann. Für euch bietet sich als Neumond-Meditation das Thema Karriere und Fortkommen an. Was ist euch dabei wichtig? Wie viel Zeit und Anstrengungen könnt und wollt ihr da hinein investieren? Und wie lässt sich das mit eurer Partnerschaft verbinden? Über solche Themen könnt ihr gut neue Impulse bekommen und vielleicht findet ihr auch eine überraschende Lösung für ein Problem, an die ihr noch gar nicht gedacht hattet.
Zwei Top-Tage sind für euch am Freitag, den 16. und Samstag, den 17. Februar. Jedenfalls dann, wenn ihr was mit euren guten Freunden vorhabt und auch um neue Leute kennenzulernen. Stiere in fester Beziehung sollten dann in enger Tuchfühlung mit ihrem Schatz bleiben und ihm viel Aufmerksamkeit schenken. Dafür würden sich diese Tage auch eignen. Am 18. Februar gehen dann auch der Merkur und die Sonne ins Zeichen Fische, auch in euer 11. Haus. Das spricht dafür, dass ihr sehr viele gute Gelegenheiten bekommt, voranzukommen, sowohl beruflich und geschäftlich als auch privat, und zwar immer dann, wenn es über Leute läuft. Tauscht euch aus mit euren guten Bekannten, Geschäftskontakten oder euren persönlichen Freunden, wenn ihr etwas braucht. Und auch wenn ihr gute Ideen habt, da kommen dann gute Sachen bei raus. Nur leider ist eben der Mars die ganze Zeit quer dazu gestellt und deswegen müsst ihr euch bemühen, euren Partner bei allem einzubinden und zu informieren. Die Konstellation kann auch eine Eifersucht des Partners anzeigen, weil es für euch so gut läuft und ihr im Fluss seid und er das Gefühl hat, nicht so recht dazuzugehören. Finanziell kann das übrigens auch bedeuten, dass jemand euch großartige Perspektiven eines tollen Geschäfts in den schönsten Farben ausmalt, aber die Sache hat irgendeinen Haken. Lasst euch solche Vorschläge ganz in Ruhe durch den Kopf gehen. Nicht alles erweist sich als Gold, was glänzt. Am Mittwoch, den 21. Februar, ist ein weiterer Top-Tag für euch. Der Mond steht günstig im eigenen Zeichen und verbindet sich sehr schön mit Saturn und mit der Venus und das hat einen stabilisierenden Einfluss auf eure Liebes- und Freundschaftsbeziehungen. Und es ist auch ein guter Tag, um über gemeinsame Zukunftspläne nachzudenken. Außerdem auch wieder ganz toll, um einen neuen Flirt anzufangen. Denn Glücksplanet Jupiter in eurem Begegnungshaus ist aktiviert und weil Saturn auch aktiviert ist, kann das dann auch was Ernstes werden, wenn ihr jemanden kennenlernt. Und auch der 26. Februar sieht nach einem Top-Tag für euch aus. Da löst sich dann die Spannung zwischen Venus und Mars langsam auf. Ihr könnt Spaß mit euren guten Freunden haben, ihr könnt wunderbar flirten, aber es ist auch eine gute Zeitqualität, um berufliche Pläne zu machen und mit wichtigen Kontakten über neue Projekte zu sprechen. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.